damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen mit Untergeladung zu einem neuen Pracht-Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, wie schon im letzten Part angekündigt, gehen wir heute aus dem Dorf der Akrapu Richtung Mount Lanakila und werden die Siegesstraße erklimmen, sofern das noch eine Siegesstraße ist. Wir gehen auf den hohen Berg. Wir werden heute Bergsteiger. Jetzt wird es ein bisschen kalt, es fängt schon an zu schneien. Ja, der Mount Lanakila, dafür bin ich ja perfekt angezogen mit kurzem Rock und Tanktop. Ja, die Zwergenfee ist mal wieder bestens gekleidet für die Bedingungen der Insel. Ja, was denn auch sonst. Und ich weiß auch schon, was mich dort erwartet. Auf dem Podest hier, wer da gerade runterkommt. Und kommt, das ist ja wohl klar, das ist der liebe Lego. Wie schon aus Pokémon Sonne bekannt, der wird uns gleich mal herausfordern. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast viel für Lily getan und auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Bedankbarkeit in einem Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Dafür bringe ich aber auch den Z-Kraftring zum Einsatz, den mir diese Alte gegeben hat. Du wirst staunen, wie stark ich bin. Wenn ich mich richtig zusammennehme. Auf geht's, Kampf gegen Ledio. Auf Mount Lanakila. Mount Lanakila neben Grund, also sozusagen ganz unten am Boden und am Anfang des Mount Lanakila. Damatrina Gleio setzt Expert ein. So, 4 Pokémon hat er. Meine 6 Pokémon werden sich hoffentlich den Vieren gut entgegenstellen können. Steve fängt an. Okay, und hat es gleich mit einer schweren Attacke von X-Bat zu tun. Aber die Intro-Ladung ist doch nicht genauso schwer. Ich will es dem X-Bat zeigen. Oder auch nicht. Da ich mir von der Feuerattacke gegen X-Bat etwas mehr erwartet. Was soll's? Giftstrich. Giftstich oder sowas. Was? Giftstrich oder Giftstich? Wie ist das? Steve wurde besiegt. Ah, toll. Schön. Und da haben wir auch schon mal so eine Idee von der Stärke von Lego. Den sollte man nicht unterschätzen. Also, leicht ist der wohl nicht. Drachenklaue. Es wird wohl ein bisschen dauern, bis wir den besiegt haben. Es wird nicht so einfach gehen. Giftstrich. Ich habe es schon wieder nicht gelesen. Aber wir schaffen es irgendwann. Akrobatik. Das war es auch in Dragon. In Dragon war es geschehen. Lenny. Wir sind immer noch beim ersten Pokémon von Legio. Immer noch beim X-Bat. Wie wäre es denn, wenn wir das mal erledigen würden? Und bei dem ein Ende setzen. Nein, ich meine nicht den Lenny ein Ende setzen. Den X-Bat. Das ist ja sensationell hier. X-Bat, der haut die alle klein. Und das ja schon beim ersten Pokémon so ist, wie soll das dann bei den weiteren aussehen? Winnico wurde mit einem Schlag besiegt. Jo, hui. Das soll was werden. Da sollen wir vorbeikommen. Den wollen wir besiegen. Ja, müssen wir ja. Um zu Top 4 zu kommen, müssen wir ihn erstmal als erste Hürde besiegen. Und das ist schwerer, ist leichter gesagt als getan. Das ist ja gut, wenn er. Wenn wir ihn schon nicht bezwingen können, dann ist ja die Top 4 auch der falsche Platz für uns. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja wohl wahrscheinlich so. Wenn wir Gladio nicht besiegen können, dann wird die Top 4 ja noch schwerer sein.
versuche jetzt endlich mal das X-Rad besiegen. Doch. Und so 6 von 6 Pokémon sind gleich im Arsch. Und wir haben X-Rad besiegt. Lucario. Och, auch schön. Schön, dich zu sehen, Lucario. Schön, schön. Einen Hypertrank kann ich einsetzen. Damit kann ich dienen. Pikachu geheilt. Ja, aber gut. Lucario, der wird es jetzt mit einem Schlag weghauen. Und was sollte ich auch anderes erwarten hier von einem Lucario? Irgendwie hat kein kampfiges Pokémon mehr. Ja, gut. Die wahre Stärke von Galio. Ja, so viel dazu. Dann werde ich mal ein bisschen mich ranmachen und in einer besseren Taktik mal versuchen, das Ganze zu machen. Wenn es überhaupt möglich ist. Mein Pokémon-Team wurde gerade von einem Pokémon besiegt. Jo, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also, ich setze mich dann mal ran und schneide das Ganze mal ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Das sieht doch schon viel besser aus. Der Monokario, Steve ist noch am Leben. Dem können wir gleich mal einen Hypertrank geben. Kann er eventuell auch mal was einsetzen. Und ja, unser Team ist zumindest noch bei Lucario noch nicht komplett erledigt. Oh, ein Z-Move. Zururak. Ich weiß nicht, seit wann sich Lucario in Zururak verwandeln kann, aber ja gut. Kann er ja neuerdings. Und das war es dann um Steve, wie es aussieht. Wie es ausschaut. Aber gut, jetzt hat er seine Z-Attacke verschwendet. Und ich kann mal wen genau? Ich glaube, ich nehme mal Pikachu. Nehme mal Pikachu mit ins Kampfgeschehen rein. Versuch das Ganze mal so zu retten. Okay. Das war wohl nix. Einsatz mit X, das war wohl nix. Versuchen wir Steve zu retten oder kriegen wir das mit den restlichen Pokémon hin? Wer wird hier was gegen Zururak ausrichten können? Huli wurde ja nicht. Ich glaube, wir sollten mal auf Steve setzen. Der hat uns bisher mal nicht enttäuscht. Und Zururak bzw. Lucario ist doch sehr effektiv. Und haut alle down. Dann macht das Team down und dann ist es vorbei. Steve hat sich erholt. Das ist, glaube ich, das Beste hier. Wenn Nico wurde besiegt. Eieieiei. Also, wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber ja, wir scheitern immer noch beim zweiten Pokémon hier. Ja, sagen wir nicht scheitern, bevor ich wieder Steve eingesetzt habe. Aber ja, sieht gerade nicht sehr gut aus, zumal mein Team schon fast komplett am Boden ist. Der hat ein starkes Team, Nash. Das erste Pokémon, das X-Bad, das kann man irgendwie mit Bohrschnabel besiegen. Muss man zweimal Bohrschnabel einsetzen und dann geht das schon. Aber jetzt hier Nachtflut von ihm hier, das ist sehr effektiv. Oh, okay. Zururak. Das Attacke wirkt auch. Nein, Steves Attacke wirkt auch. Jetzt kommt er durch den Wind. Oh, Steve besiegt. Doppelleber haben wir nicht zufällig dabei. Sonst könnte man das fast schaffen. Könnte man das fast machen. Dragon wird jetzt nicht sonderlich viel aushalten. Und ich würde jetzt gerne einen Schritt weiterkommen. Immer Schritt für Schritt. Und dann, ja, irgendwann schauen wir es dann auch mal. Okay. Können wir noch einen Trank einsetzen. Sieht gut aus. Die Attacke ist gerade fehlgegangen.
Nachtflut. So ordentlich oder nicht ordentlich. Ist halt, nee, ist nicht ordentlich. Das ist halt mein letztes Pokémon, das Steve. Hat halt niemanden, der ihn mehr heilen kann. Für das Pokémon Nachzug ist dann nicht mehr drin. Stachler. Okay. Oh, okay. Er ist noch ganz, fast ganz am Leben, der Steve. Vielleicht kann er auch noch das nachfolgende Pokémon Amigento besiegen. Oder auch nicht. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, da habe ich... Ja, ich erwarte mir, dass er gleich down ist. Der Steve. Ja, das wird nichts mehr, nee. Ich überlege jetzt mal, das Ponita mit ins Team zu nehmen. Nein, das Godoppa, Level 100. Einfach um den mal als Beleber und Trankgeber zu haben. Das ist, glaube ich, immer das Beste, wenn man den hat. Dann kann man genug Tränke einsetzen. Das ist immer ein gutes Ass, was man im Ärmel hat. Multi-Angriff. Und das macht es zu Ende hier. Aber wir sind weitergekommen. Ich hole mir jetzt das Galoppa und dann, ja, ich werde es nicht einsetzen. Das mache ich nicht. Aber so als Trank- und Beleber-Sklave kann man das einsetzen. Ja, ich denke, das ist ganz legitim. Kann man so machen. Ja, dann mein Pokémon-Team heilen, das Galoppa holen und dann geht's weiter. Versuch Nummer 3. Pokémon wurde geheilt. Schön, schön. Wir sehen uns. Haben wir diesmal einen anderen. Ein anderes Pokémon, das sich als Zoroark tarnt. Uha, und es ist mega stark. Mega. Ach du Scheiße. Das kriegen wir mit Steve nicht wirklich hin. Nee, bringt ja nichts, wenn wir jetzt was einsetzen. Dann setzt der Nachtluft ein oder was das auch mal heißt. Steve von besiegt. Ein schwerer Gegner. Den wir so einfach nicht besiegen können. Pikachu könnte das machen, aber der wird auch hier mit einem Schlag besiegt. Obwohl er Level 61 ist. Hat wohl eine offensichtliche Schwäche dafür. Nun wird hier mit einem Hit gekillt. Eieiei. Schön. Red Dragon jetzt hier die Möglichkeit oder. Also Lenny bringt es schon mal ja nicht. Der ist. Geist, der hat absolut keine sinnvollen Attacken. Ich könnte jetzt einen Beleber auf. Wo sind meine Beleber? Ein Beleber auf den lieben Dragon setzen und den dann wieder in den Kampf schicken, aber. Ja, sieht gerade wieder schlimm aus. Eieieiei, was soll ich tun? Sagt es mir. Lenny wird jetzt garantiert nichts machen können. Steve ist auch fast nutzlos. Nur Hoodie. Ja, du wirst auch gleich wieder besiegt. Es ist hoffnungslos. Bis auf Galoppa hat hier in diesem Team keiner Durchschlagkraft. Wir sollten das Team mal ordentlich trainieren. Eieieiei. Die Z-Attacke vielleicht. Ewige Nacht ist nicht sehr effektiv. Kann ich eh nicht einsetzen, weil ich gleich besiegt bin. Ach Mensch, Lenny. Da hätten wir nur noch Galoppa. Shiny Galoppa. Und das will ich nicht. Nein, das mag ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht so gewinnen. Ich möchte den Kampf nicht so bestehen. Nee, das ist auch nicht die Möglichkeit. Das ist nicht die Lösung. Nein. Wollen wir nicht. Wollen wir ein paar machen, wie ich das Team trainiere? Es ist ja eigentlich trainiert. Es sind Level 60 und Level 50 Pokémon. Wo ist denn das Problem?
Mein stärkstes Pokémon ist Level 61. Dann haben wir einen 53er, einen 54er, einen 46er und einen 47er. Dürfte eigentlich halbwegs in Ordnung sein. Also das Team ist nicht unterlevelt. Also das ist ganz in Ordnung. Wir haben aber keine Beleber mehr scheinbar. Scheinbar gibt es keine Beleber mehr im Team. Eieiei. Ja. So viel dazu. Ich kann jetzt hier noch sinnlose Items einsetzen und das Galoppa besiegen lassen. Ja, das Team ist eigentlich gut im Kurs. Also so schlecht dürfte es gar nicht sein. Ich mache mal jetzt mal eine Verzweiflungstat und setze eine Attacke ein. Aber ja, gut oder auch nicht. Galoppa gehorcht mir noch nicht ganz. So kann man doch nicht zur Top 4, wenn die Top 4 genauso aktiv ist wie der Gladio. Das wird doch nichts. Wenn die Pokémon so stark sind in der Top 4. Eieieiei. Und ein legendäres Pokémon haben wir auch noch nicht, was irgendwie was machen könnte. Was legitim da irgendwie was im Kampf ausrichten könnte, weil ja, wenn ich das legendäre Pokémon Necrozma zum Beispiel gefangen hätte oder Lunala, das könnte irgendwie, ja, das wäre legitim, wenn ich das im Kampf einsetzen würde. Eieiei, was mache ich denn nur? Na, Geld haben wir wahrscheinlich auch keins mehr. Na denn, ich finde schon einen Weg. Schneid euch das ordentlich zusammen. Na, mal schauen. Setz ich mal zum finalen Schlag an. Galoppa Nitro-Ladung. Das letzte Pokémon, Lucario, besiegt. Ich bin zuverlässig, dass mein Team die Top 4 schaffen kann. Dass es auf einem guten Level ist. Skladio ein bisschen zu stark ist. Naja, mal sehen. Und mit einem legendären Pokémon, das man vielleicht noch irgendwo kriegt. Mal schauen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Könnt ihr mir gerne mal an den Kopf hauen, wenn ihr meint, das ist falsch, was ich hier mache mit Galoppa. Haut's mir in die Kommentare. Hat sich noch niemand beschwert? Beschwert euch mal darüber. Und wenn ihr meint, das sei nicht richtig. Ja, dann weiter geht's. Zwangfee gewinnt 8480 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Gladio hervor. Ich benutze ja eigentlich nur die Mittel, die ich habe. Und Gladio ist ein Mittel, das ich mir ertauscht habe. Also habe ich es. Du hast gute Pokémon. Ich kann mir jetzt ein Bild davon machen, was für ein Trainer du bist und was für eine lange Reise du hinter dir hast. Ich glaube, den habe ich anders synchronisiert. Lilly hat sich auf den Weg zum Mahalo-Bergfahrt gemacht. Irgendwas beschäftigt sie wohl. Durch ihr großes Einfühlungsvermögen spürt sie, wenn Pokémon leiden. Das ist wohl auch eine Art Stärke. Ja, nimm das. Das hat Melanie für dich gegeben. Wer ist das Item? AP-Top. AP-Top wurde in der Medizintasche verstaut. Mit Tali habe ich auch gekämpft. Ist kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, dass er es schaffen konnte, den König Hanna zu besiegen. Ich musste wirklich mich anstrengen, wenn ich mit euch mithalten will. Wir sind zwar nicht gerade Freunde, aber Gegner sind wir auch nicht mehr. Man sieht sich und immer schön weiter gewinnen. Ja, Tali, vor dem habe ich am meisten Angst. Und weil ich weiß, dass der Kampf noch kommt, dass der noch kommen wird und der wird es in sich haben. Ja, mal kurz mein Pokémon-Team geheilt. Ich lasse jetzt Galoppa einfach am Team drin. Ich bezwinge die Siegesstraße. Den Mount Nanakila. Das kriegen wir auch noch hin. So kompliziert war der ja nicht. Der Siegespfad. Moment, halt. Das sieht anders aus.
Was ist denn das? Etwa eine Siegelstraße. Eine richtige Siegelstraße. Oha. Ein erster Trainer. Ach man. Nein, da können wir uns nicht dran vorbeischleichen. Packen wir es an. Jo. Packen wir es an. Astrainer Kaleb fordert dich heraus. Astrainer Kaleb setzt sich Lohr rein. Ja, dagegen wird Steve wohl gewappnet sein. Das wird Steve wohl noch hinkriegen. Schätze ich mal. Nitro-Ladung. Es ist ein Sichlor. Also ein Typ Pflanze, Käfer-Pokémon. Also wird Nitro-Ladung wohl etwas bringen. Oder etwa nicht. Okay. Ja. Ein bisschen mehr habe ich mir erwartet, aber auch nicht viel mehr. Also so in etwa habe ich auch gedacht. So, Sichlor besiegt. Hat er noch ein zweites Pokémon? Na, wie sieht's aus? Ja, hat er noch Calmanero. Oder wenn ich es nicht falsch ausgesprochen habe. Calamanero. Doch, ich habe es falsch ausgesprochen. Ist ein Wasser-Pokémon, wie es scheint. Dafür habe ich auch eine Attacke. Kugelsalat. Okay. Und weiter. Zackedi-Zackts. Zackedi-Duster. Haben wir es besiegt. Na komm, noch einmal. Ordentlich. Und nochmal, nein. Haben wir es zu Genüge eingesetzt. Steve kriegt das hier hin. So, wie wäre es denn mit Kugelsalat? Noch einmal. So, Calamanero wird besiegt. Ist ein kleines Tintenfischchen. Ich glaube sogar die Weiterentwicklung von dem Tintenfisch, was wir im Team hatten. Ich glaube, genau so war das. Genau so sah das aus, die Weiterentwicklung von dem, von Izzy, was wir auf Mille Mille in den ersten Parts hatten. Was hätte das ausgesehen? Hässlich halt. Gibst du mir etwa Zeit, um mit den Pokémon zu reden, die ich in ihre Pokéwelle zurückgeschickt habe? Zwangfee gewinnt 3536 Pokémon-Dollar und beantwortet nicht diese Frage und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Astrainer hervor. Und weiter geht's. Ich schwing mich mal auf mein Tauros und dann geht's hier weiter durch die Siegesstraße. So. Den brauche ich, oder? Steinblock sieht groß und schwer aus. Vielleicht kann ein Pokémon es ja verschieben. Ja. Und zwar dieses Pokémon. Reicht schon. An die Items kommen wir nicht ran, aber. Ja, wir kommen weiter. Nächster Trainer. Wir haben den Tunnel begraben. Wir haben die Straße angelegt. Jetzt ist es an der Zeit, eine Herausforderung herauszufordern. Was? Eine Herausforderung herauszufordern? Was? Hä? Hey, wie? Wie meinen? Arbeiter Jack fordert dich heraus. Arbeiter Jack setzt sein hässliches Pokémon ein, sein hässliches Frisch-Pokémon. Ja, das ist wirklich hässlich. Hässlich. Wie wäre es dann mal mit Kugelsalat? Du musst mit ein bisschen Spannung betreiben. Zumal Steve auch schon fast besiegt ist. Ja, viel Spannung ist da ja nicht drin. Ist ein Relikant. Das werden wir wohl noch besiegen. Jo, das war nicht schwer. Steve hat ein paar Erfahrungspunkte und wird Level 54. Er bekommt Level 54. Auf Englisch passt's. He becomes. Ja. Er wird. So, sind wir wieder draußen. Und weiter voraus. Oh, was machen die denn hier? Karate üben. Und in die nächste Höhle rein. Uha. Nein, erstmal noch ein paar Trainer zwischendurch. Gut, zwar, auch im Namen meines Kollegen dort drüben. Ach, Doppelkampf. Sammle deine Kraft zusammen in der Gegend und deinen Bauchnabel. Ja. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Ich weiß. Auf geht's. Reseladro und Reseladro, oder was? Sind das beide das gleiche Pokémon? Nein. Das eine ist so ein Krabben-Pokémon, das andere, das kenne ich irgendwo her. Reseladro, das kenne ich irgendwo her. Krabbel. Nitro-Ladung auf das Reseladro, das müssen wir ganz schnell besiegen, wie es ausgesprochen wird.
Das kann nämlich eine Attacke namens Flying Press. Und die ist schlimm. Sehr schlimm. Die Attacke willst du nicht sehen. Asozial ist diese Attacke. Schlimm. Dürfte es eigentlich nicht geben. Und Steve besiegt. Naja, er war eh schon fast besiegt, also. In Ordnung. Lenny nach links und Hoodie nach rechts. Mal schauen, was die so anrichten können. Hoodie, mein Starter-Pokémon, und Lenny, mein Pokémon, das eigentlich zum Gengar werden sollte, aber dieses geschafft hat, weil wir es nicht tauschen konnten. Psychokinese auf Caravelle und ja, Laubklinge auf Resladero. Genau so spricht man es aus. Sag nicht das Flying Press. Laubklinge. Zack, zack, das sieht doch ordentlich aus. Psychokinese. Das sieht auch ordentlich aus. Psychokinese nochmal, das könnte was bringen. Das sah schon gerade sehr gut aus. Und weiter so. Himmelsfeger. Oh, ja, das ist auch eine asoziale Attacke. Wir sehen es. Hoodie wurde besiegt. Nein. Psychokinese, komm. Dann können wir wenigstens das Kram-Pokémon hier besiegen. Ja, heute gibt es Kram-Chips. Kram-Chips. Die sind lecker, die Dinger. Kram-Chips. Näher ich Level 48. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob die aus Kram gemacht wären. Wären die aus Kram gemacht? Kann mir das jemand sagen? Wenn Kram-Chips aus Kram gemacht? Das sind diese weißen kleinen Chips, die man aus Asia-Restaurants kennt. Kennt ihr das? Hat schon jemand Kram-Chips gegessen? Macht jemand vielleicht Kram-Chips? Arbeitet jemand in einem asiatischen Restaurant und bereitet die zu und weiß, ob die aus Krammen gemacht sind? Sind das vegane Chips oder... Na, vegane Chips sind das bestimmt nicht, aber vegetarische Chips. Spukball, komm. Das müssen wir doch hier packen. Resiladro wurde besiegt. Gut, haben wir es jetzt. Und haben die noch weitere Pokémon? Das sieht so aus, als hätten die noch ein weiteres Pokémon. Galoppa. Ja, gut. Dann schafft es auch Lenny alleine. Und was ich zu bezweifeln wag. Pandagro, okay. Und Grüße gehen raus an Panda. Einen WhatsApp-Kumpel von mir und... Ja. Ich würde auch sagen, Let's Player. Man kann ihn Let's Player nennen. Wie stark. Okay, das hat nicht viel gebracht. Nitro-Ladung von Galoppa. Ja, komm, gut. Panda wurde besiegt und wird gegrüßt von mir. Ich muss jetzt mal meinen Faust zum Ausdruck bringen. Auch im Namen meines Kollegen dort drüben. Ich spüre, wie mich die Kraft verlässt. Zeigen wir uns 3264 Pokémon, dann geht sie den Kampf gegen die Karate-Kämpfer hervor. Wundervoll, dann können wir ja mal weiter. Voran! Die Siedelstraße sieht hier aber weitaus anders aus. Na dann. Oh, was sehe ich denn da? Ist das nicht Necrozma? Necrozma liegt kraftlos und ausgelaugt am Boden.